Hallo Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Let's Play Firewatch, bei der wir dort hinten irgendwo am Himmel, sieht man jetzt gerade nicht mehr so gut, einer dünnen Rauchwolke gesehen haben. Und der wollen wir nachgehen, denn wir glauben, die Teenies haben schon wieder Scheiße gebaut. Hey, Delilah? What do you got? You found him? No, not yet. Why would there be a fence out here? Because sometimes hikers go ass over tea kettle when on a trail. So the Forest Service would put up a big chain-link fence? A chain-link fence? Yeah. It looks like it surrounds a huge area. Huh. That's weird. Können die Mädchen hinter dem Zaun sein? Wer soll ferngehalten werden? So darin versteckt? Who are they keeping out of here? And why? Geez, I don't know. Maybe it's biologists, you know? Well, they don't want people traipsing on their precious lichens. What's a lichen? Wouldn't you liken to know? Oh my god, goodbye. I'll ask next time I talk to someone, but that'll probably be a few days. Do you think those girls could be behind this fence? Well, having once been an ornery young woman, the last thing I would do is climb a fence. Especially if I knew I was in trouble. I don't even know how I would get in. It's really strange that that's out there, by the way. Yeah, it's weird. Hey, you remember that guy from yesterday, the guy I saw hiking home? Ah, the completely unmotivated vandal. Yeah, that guy. Go on. Maybe he was from this fence place. From the land of the fence. Yes. You know what? I'll make a note. You might be on to something. Okay. Jetzt hat sie hier auch irgendwo gerade die dünne Rauchsäule angezeigt. Ich weiß nicht, ob die hier in der Nähe ist. Ich habe die Hoffnung gehabt, dass ich hier irgendwo den Zaun umrunden kann. Aber ich glaube. Nee, hier wird das nichts. Hier komme ich ja auch nicht hoch oder sowas. Dann hätten wir schon mal in das Gebiet reinschnuppern können. Stattdessen schauen wir uns einfach mal hier so ein bisschen um, was es da noch gibt. Das ist ja unser relativ einziger Weg, den wir gerade haben. What does she have? She's got Alzheimer's, like dementia. Whoa. How old was she? Is she? She's alive. She's with her family in Melbourne, Australia. She's 43. Fuck. Yeah. What was it like when you guys found out? We were scared shitless. We went straight to the doctor after her first spell or whatever. They diagnosed her and we were both just very scared. Can't really tell when Julia is scared. She just gets quiet. She was very quiet. Okay, ich dachte, ich kann den verbrannten Baum auch melden. Aber anscheinend wissen sie über das verbrannte Gebiet hier Bescheid oder so. Hier wachsen auch viele neue Bäume. Neue Nadelbäume. Huch. Wir müssen dort hinten irgendwo hin, aber da kommen wir irgendwie nicht so direkt hin. Und diese coolen roten Blumen, die sehen echt schön aus. I'm getting this fucking flapjack off his ass and out to repair that wire. Excuse me, flapjack? You know, like a loser, a chotch. I really don't, but I do now. Well, the next time you're at a bar and some banker steps on your foot so he can order his crappy martini, you've got just the name to use. Hey, flapjack, why don't you wait your turn before I bounce your face off a dumpster? It's beautiful. Okay. Hätte ich fragen sollen, ob ich es reparieren soll? Ich habe keine Ahnung. Da ist die Säule. Ich wollte gerade sagen, ich habe ein bisschen die Kontrolle verloren und weiß gerade nicht, wo ich lang soll. Kann ich hier nicht irgendwo was. Wie komme ich da runter? Ah, hier. Okay. Habe ich nicht gesehen. Springen.
Ich finde es gut, dass sie die Tage, also so fühlt es sich für mich zumindest an, dass sie die Tage nicht auf eine begrenzte Zeit irgendwie gemacht haben, sondern dass es wirklich abhängig ist von dem, was man so alles schafft. Boah, ist das weit weg. Müsste ich diesen kompletten Canyon dort hinten hinstiefeln? Dann stellt euch mal vor, man würde sich das Ganze hier echt noch langsamer angucken als ich, was ich wahrscheinlich, wenn ich es privat spielen würde, auch tun würde. Ich versuche jetzt bloß so einen kleinen Mischmasch zu bekommen zwischen langsam und genießen spielen und aber trotzdem nicht zu langweilig dabei werden. Denn nur weil es mich interessiert, heißt das ja Canyon-Übergang. Wow, I'm on top of a natural bridge out here. Really? Is it a complete arch? No, I guess the bridge is out here. Still, I think I could jump this gap to get across the canyon. Well, you're a regular Evel Knievel. Oh yeah, you should see the jumpsuit I'm wearing. Jetzt die Frage, müssen wir dort runter oder ist es besser, wenn wir da lang gehen? Vielleicht kann mir die Map auch helfen, aber nein. Und wenn ich sie jetzt versuche ranzuzoomen, wird sie schwarz. Ich glaube, der Punkt, der immer vibriert, das ist der, wo wir gerade sind, oder? Was ist besser, ab sein oder oben lang? Sie haben sich jetzt hier darüber unterhalten und das sieht. Ah, ich gehe jetzt einfach mal hier lang. Eventuell sind wir vollkommen falsch und müssen den halben Weg dann nochmal zurücklaufen. Warum die Musik? Ich bin gerade am Gucken, also so verrückt am Gucken, weil ich gern wüsste, warum die Musik hier abgespielt wird. Meine, es war die ganze Zeit still und jetzt kommt plötzlich Musik. Das ist irgendwie schräg. Ist aber schön, ich mag das, wenn solche Hintergrundmusik eingespielt wird. Es erinnert mich irgendwie ein bisschen an Gun Home, das ganze Spielprinzip insgesamt, was ich echt toll finde. Bei Gun Home hat mich selber nur gestört, also an mir vor allen Dingen, dass ein Freund, der mir das Spiel empfohlen hat, gesagt hat, es wäre ein Horror- und Gruselspiel. Und ich habe mich vor jedem einzelnen Blitzschlag so erschrocken. Also nicht wirklich erschrocken, dass ich geschrien habe oder sowas. Aber ich hatte sehr viel Respekt davor. Das ist nur ein Baum, das sah gerade ganz anders aus. Und habe mich dort verkrochen und war ganz leise. Oh Gott, wie süß. Na? No. Oh Gott, ist das niedlich. Oh, darf ich die mitnehmen? Oh, wie mega geil. Die hat mich angeguckt. Denkt jetzt, ich bin ihre Mami. Ihre bärtige Mami. Das wäre mega cool, wenn wir die dann im Wachturm auch irgendwie hätten oder sowas. Versperrt der Weg. Oh nein! Ich hätte dieses Supply-Zeug holen sollen, dann hätten wir dort lang gehen können. Aber na gut, hier geht's ja. Wir brauchen ja einfach nur springen. Zurück kommen wir aber nicht mehr, ne? Oder können wir das von dieser Seite? There's really no way past some of this underbrush that's grown over the trail. See, the thornier a trail is, the less inclined a ranger is to want to deal with it. They'll just hike or take their horse a different way. Two Forks nach links und der Lake nach rechts. Da sind die doch schon wieder am Lake, oder? Oh, sehr cool, wir haben eine neue Büchse gefunden. Okay, ich dachte, ich habe wieder ein Geräusch gehört. Oh, der ist offen diesmal. Ist das die Kiste, bei der wir schon waren? Klar, hier ist doch der Müsli-Riegel. People just stuff these things with old food. That's how you get bears. Those boxes are bear-proof. I wouldn't worry about it. There's a snack in here. I'm probably gonna eat it. You definitely do not want to do that. Whatever's in there has been in there for years. That's how you get food poisoning. Kann ich den essen? Nee, ich habe wirklich Angst, den zu essen. Ich lasse den hier drin.
Dann waren wir schon hier in dieser Kiste. Dann ist das die, bei der wir beim letzten Mal waren. Wir sind jetzt einfach bloß von der anderen Seite quasi gekommen. Okay, wo ging es denn zum Lake? Wir waren doch gerade hier vorne. War doch gerade vorne irgendwo ein Schild. Irgendwo war ein Schild. Ich glaube, wir sind schon ziemlich richtig, was die. Ah, hier war das Schild. Genesee Lake. Hier hinten lang. Weil dort ist nämlich auch ein. Boah, ich hänge am Baum fest. Auch im Weg. Aber ich glaube, hier sind wir das letzte Mal schon lang gegangen. Und hier ist doch der Weg, wo wir mit dem Seil abgestürzt sind. Dünne Rauchsäule. How'd you meet? Met in a bar. The birthplace of modern romance. I stumbled over and told her she was pretty, and that was it. Aw, you were brave. I was drunk. Baum mit Krallenspuren. Da ist die Säule. Hey, there's a tree out here that's been ripped to hell. And? Don't you think that's, you know, like, disconcerting? Henry, there are 500-pound grizzly bears out here. They sharpen their claws on trees. We don't have grizzlies in Colorado. People killed them a long time ago. Well, in the thoroughfare, they hunt people, they kill people, they bury their bodies, and then come back weeks later to eat them because they prefer rotten meat. People just disappear. Don't you think that's disconcerting? No, Henry, that's life. Christ, lady. I'm back at the shale slide. You know, the one that nearly killed me yesterday? You ready to give it another shot? Ugh, do I seriously have to? To get down to Five Mile Creek? Yeah, afraid so. It's quite a ways downhill from here. Es wird ja nicht ein zweites Mal passieren. Und wenn, dann würde ich das wirklich lustig finden, aus irgendeinem Grund. Aber ich denke nicht, dass es nochmal passieren wird. Und ich hoffe auch nicht, dass wir noch einem Bären begegnen werden. Das wäre nicht so cool. So. Außerdem haben wir ja viele Seile, hat er gesagt. Also wir können. Wow, wie tief ist das? Okay, endlich angekommen. Wir können also immer wieder welche spannen. Okay. Die Rauchsäule ist dort hinten. Ich verliere die immer wieder so ein bisschen aus den Augen. Sollen wir hier runter? Moment. Ich versuch's nochmal mit der Map. Ich versuche mich noch so ein bisschen mit ihr anzufreunden. Und ich sehe die Rauchsäule quasi direkt vor mir. Dort hinten. Also ist es wahrscheinlich echt das Klügste, wenn ich dort unten lang gehe, oder? Ich könnte auch oben, aber dann ist der Lake. Wir gehen hier lang. So, zack, Seil ran. Da sind wir gleich verknüpft, falls wir irgendwann mal von der anderen Seite irgendwie kommen sollten. Und wir seilen uns ab. Irgendwann gehen wir vielleicht eine andere Strecke oder sonstiges und brauchen das Seil nach oben. Und dann brauchen wir keinen Umweg gehen, sondern können es einfach direkt gehen. Yay! Oder? Ist das schlau? Es klingt für mich schlau. Und ich What are you hoffe, gonna do when the fire season wraps up? puh. Are you gonna go be with her? Just go back to Boulder? You should go be with her. That's my opinion. Ah, sorry for the umpteenth time. Maybe I'll go visit. I don't know. Well, why not? She's with her family in Melbourne. They're not big fans of mine. Oh. Her sister, Susan, is great, but her parents, I think they always thought she could do better, and that I could have done a better job looking after her. Fuck that. I have no doubt you did your best. I don't know. If you want to go visit her, you should go. Don't let a couple of assholes keep you away from someone you love. I'll think about it. Hä? Ich kann hier irgendwas melden, aber keine Antwort auswählen. Na gut. Ich dachte, ich kann mit ihr über ihren Turm reden. Warum zur Hölle geht sie eigentlich nicht raus? Warum müssen wir das immer tun? Versorgungskiste, die ist zu, oder? Ja.
Gut, dann können wir uns den Teil der Karte wieder wegpinseln. Missing Person. Vermisstenmitteilung. How many hikers go missing in the Shoshone? More than none, unfortunately, with most of them being in this area, the thoroughfare because it's so remote. Why? I found an old flyer for a missing hiker. It just got me thinking, that's all. Like how you said one day you were talking to the Goodwins and then the next you weren't. Ned Goodwin didn't get mauled by a bear or stuck in a ravine. He was just a PTSD'd a-hole who dragged his son out to do a job and realized it was a bad idea. Macht es ihn wirklich nicht? You really didn't like that guy, did you? I don't know. I just had a hard time talking to him. I mean, there are lookouts who seriously won't shut up, who call me about every little thing that pops into their head. And then there are those who just want to be left alone. He was the latter. And I'm the former, aren't I? Well, I didn't want to say anything. No, it's fine. I'll just chuck my walkie-talkie into the river. Oh, come on. And you'll never hear from me again. Finally, peace and quiet. Woohoo! So, Isn't your radio supposed to be in the river? I couldn't bring myself to do it. Well, I guess I'm stuck with you then. Yeah. So, did you mention something about Ned Goodwin having PTSD? That doesn't sound good. Yeah, I don't know. He was in the army. He was off. It's actually the saddest story. He was only discharged because his mother, Brian's grandmother, died. She'd been taking care of him, and Ned was the only next of kin. Damn. And you got to know Brian a little bit? Yeah, I talked to him way more than I'd talked to Ned, that's for sure. How was he at, spotting fires? Better than you. He actually liked to stay in the tower. Okay, ich würde mir gerne noch durchlesen, was da draufsteht auf den Ding. Name Mitch Michaels, 31, 1,89, 75 Kilo. Ein schlanker Mensch, kurz, braune Haare, markanter Bart. Mitch Michaels wurde zuletzt am 3. Juli 1981 in der Nähe des Genesee Lake gesehen. Die erste Vermisstenanzeige wurde am 29. Juli 1981 von Mitarbeitern der Forstverwaltung erstattet. Der Vermisste kennt sich im Gebiet nicht aus. Letzter bekannter Aufenthaltsort? Mitch Michaels wurde zuletzt am Morgen des 3. Juli 1981 am Genesee Lake gesehen. Angaben zum Fahrzeug: Ford F-250, Baujahr 72, blau-weiße Lackierung, Kennzeichen aus Montana. Haben Sie die vermisste Person gesehen oder mit ihr gesprochen oder können weitere Angaben machen? Kontaktleitstelle Shoshone Staatsforest. Staatsforst. Oh Gott, Entschuldigung. Okay, die nehmen wir mal mit. Ich bin mir nicht sicher, wir können ja alles auch fallen lassen, ne? Kiefernzapfen. Wir können ja alles fallen lassen, was sich hier so befindet. Deshalb. Oder es halt mitnehmen. Deshalb bin ich mir immer nicht sicher, was der Unterschied ist. Ich mache die Kiste mal wieder zu. Kiefernzapfen raus. Ich glaube, das waren nur die Zapfen, die gegen die Kiste gerollt sind. Und wir gehen einfach mal weiter hier hoch in der Richtung und schauen, was sich hier noch so alles befindet. Ich habe immer noch ein bisschen Angst. Boy, for as dry as it is this summer, there's an area down here that's lush. Oh, you must be talking about the Aspen Grove down there. Yeah, I think that's where I am. Those trees are actually one root organism. Did you know that? I didn't. Yeah, they share their water as a colony that can live for hundreds of years, even through fire. Can you believe you're actually getting paid to learn all of these amazing things? Also, by what it looks like on this map, you'll be coming up on a stream that should lead you towards where we saw that smoke. Okay. Und liebe Leute, ich sprinte mal so ein bisschen in die Richtung, beziehungsweise aber doch nicht. Oh. Was ich eigentlich sagen wollte. Hier, Bierdose. Found one of their empties. Guess we're on the right track. Roger that. Ich kann's. Nicht ich kann's, sondern, Oh, ich bin gerade so überwältigt, dass ich. Quasi. Ist das schön.
finde das wirklich schön. Ich habe immer noch Angst, dass hier zwischendurch einfach irgendwo ein Bär auftaucht und uns wegknuspert. Das wollte ich eigentlich sagen. Nee, das reicht erstmal. Ich fand die, wie das Licht durch das bricht und oh. No. Okay. Jetzt weiß ich nicht, ob ich den Satz schon ausgesprochen oder noch dran gedacht habe. Ich habe auf jeden Fall Angst, dass hier plötzlich der Grizzly gegenübersteht und uns wegknuspert. Aber liebe Leute, bevor ich hier weiter abgelenkt werde, wir watschen noch ein bisschen weiter am Fluss lang. Aber das machen wir nicht mehr jetzt, sondern wir lassen uns erstmal von dieser Klippe hier ablenken. What's to the south of here? Mexico? Is this some sort of riddle? I just have a nice view to the south. You know, trees and mountains forever. Well, eventually you'll wander into the area overseen by Chimney Rock Lookout, but that's probably an impossible hike in terms of terrain. Traumhafte Aussicht. Und liebe Leute, mit der beende ich die Folge mal an dieser Stelle und wir legen einfach in der nächsten Episode wieder los. Machen wir mal hier, wenn es wieder heißt Let's Play Firewatch. Bis dann. Tschüss.